Habeck. Bei Ihnen bin ich immer irgendwie... Ja, ich habe noch eine Frage ans AA. Das Auswärtige Amt hat kürzlich auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion zu rechtsextremer Ausprägung der ukrainischen Geschichtspolitik, Bundesdrucksache 20-8177, erklärt, ich zitiere, die Bundesregierung macht sich die in der Vorbemerkung und den Fragestellungen enthaltenen rechtlichen Wertungen und Tatsachenbehauptungen, insbesondere hinsichtlich der pauschalen Einordnung bestimmter historischer Gruppierungen oder Personen als rechtsextrem, antisemitisch, antiziganistisch oder sonst rassistisch, ausdrücklich nicht zu eigen. Die Bundesregierung nahm damit Bezug auf Verweise in der Anfrage auf das Jahrbuch für Antisemitismusforschung sowie auf eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes zu dem Thema durch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Dort heißt es exemplarisch, bei der Organisation ukrainischer Nationalisten handelt es sich um eine autoritäre, faschistische Bewegung, die sich an deutschen, kroatischen... Warbeck, kommen Sie zur Frage? Ja, aber das Zitat ist relevant für die Frage, italienischen Faschisten orientierte. Die Führer der UN sahen ihre Organisation auf gleicher Ebene mit solchen europäischen... Sie können doch aber vielleicht das Zitat ein bisschen zusammenfassen. Ich ja, meine, aber das Zitat doch ist, gut, lange Rede, kurzer Sinn, sowohl genau, das Jahrbuch für Antisemitismusforschung als auch die... Wissenschaftliche Dienste des Bundestages kommen relativ klar zu dem Schluss, und das wird da ausschließlich referiert, dass es sich bei UN und dem paramilitärischen Flügel von UMB unter Bandera eindeutig, werden die als antisemitisch und rassistisch deklariert, und das Auswärtige Amt stellt sich sehr explizit gegen diese Interpretation. Da würde mich einfach interessieren, auf Grundlage welcher Erkenntnisse stellt sich das Auswärtige Amt so explizit gegen diese Einschätzung der genannten Quellen, oder es gibt auch zahlreiche Quellen in der Bundeszentrale für politische Bildung, die zum selben Schluss kommen. Also Sie werden verzeihen, dass ich zu Ihrem längeren Zitatvortrag und der Bundesdrucksache diese hier nicht spontan parat habe und deswegen im Moment keine intensive Kommentierung dazu vornehmen kann. Ich bin mir sicher, dass das Auswärtige Amt gemeinsam mit der ganzen Bundesregierung auf Grundlage einer fundierten Einschätzung zu der Antwort kommt, die ja offenbar öffentlich zugänglich ist und insofern Ihnen vorliegt. Ja gut, aber kurze Nachfrage. Aber meine Frage war, und das wird in der kleinen Anfrage bzw. der Antwort der Bundesregierung eben nicht ausgeführt, auf welchen Erkenntnissen man dazu kommt, die UNB unter Bandera davor zu schützen, als rassistisch und antisemitisch bewertet zu werden. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich diese Unterlage, auf die Sie verweisen, hier nicht vorliegen habe und insofern im Moment hier nichts hinzuzufügen habe. Können Sie das dann zumindest nachliefern? Wenn es das nachzuliefern gibt, dann machen wir das gerne wie üblich.